Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von The Elder Scrolls. Ja, genau, online, nicht Legends, ja, genau. So. Wir sind in einer Quest, die vielleicht noch gar nichts für uns ist, an diesem Wegschrein angekommen. Haben da auch was. Was ist das? Retter Annos Vater. Sollen wir das gerade mal machen? Komm, auf den Weg. Ha? Nein, nein. Nein, nein. Ja, okay. Mal schauen. Aha. Okay, das war nicht so schwer. Ihr braucht eure Waffe nicht zu ziehen, Bürger. Die Lage ist unter Kontrolle, das kann ich euch versichern. Okay. Banditen. Ich muss euch loben, dass ihr diesem Meer zur Hilfe gekommen seid, doch ihr solltet vorsichtig sein. Ich gehe einigen Unregelmäßigkeiten in Surans Justizsystem nach. Aha. Ich fürchte, dass Marschall Hilaren, der Hauptkonstabler der Stadt, anscheinend grundlos Leute festnimmt. Okay, was können wir da machen? Ihr habt einem Bürger in Gefahr zur Seite gestanden. Nun gut, ich brauche Beweise, Aussagen. Viele der Gefangenen des Marschalls arbeiten auf den Plantagen vor Suran. Sprecht mit ihnen, sammelt einige Beweise für Hilarens Korruption. Trefft mich danach am Ules Herrenhaus. Super. Na, der gefällt mir schon mal richtig gut. Alles klar. So, ich gucke mal ganz kurz mal. Alles gut. Was macht er hier? So, okay. Die Plantagen quellen über vor Eisenhund-Söldnern. Ich werde sie nach besten Kräften weglocken, aber beeilt euch. Sie werden ihre Posten nicht allzu lange verlassen. Das interessiert mich. Wer bist du? Ah, ihr scheint neu hier zu sein. Man nennt mich den scharlachroten Richter, Vernichter des Bösen und Wächter der Unterdrückten. Ich bin der Entschuldigung. Beschützer dieser Insel, durch Eide gebunden, Unrecht zu rächen und die Schutzlosen zu schützen. Irgendwas noch mit Witwen und Waisen und ja, na komm, alles klar. Nein, meine Eide sind weitaus persönlicher. Ich verehre die drei, aber meine Beziehung zu den Herrschern von Bardenfell ist kompliziert. Kompliziert. Ordinatoren müssen sich an die Einschränkungen halten, die ihnen die Tempelgesetze vorgeben. Dadurch können sie nur langsam handeln, schwerfällig. Solche Einschränkungen gelten für mich nicht. Lass mich raten, du bist der Punisher. Manche nennen mich einen Retter, andere eine Bedrohung, Held und Schurke. Wenn ihr mich einen selbsternannten Henker nennen wollt, nur zu. Meine einzige Sorge ist das Leben und das Wohlergehen all jener, die ich schütze. Wo die Gesetze Wardenfels nicht gegen Ungerechtigkeiten vorgehen können oder wollen, dort findet man mich. Okay, wir sind Eisenhunde. Kaltherzige Söldner. Sollte Ja. klingen ohne Moral oder Skrupel. Sie Furchtbar. dienen den Plantagenbesitzern und, so vermute ich, Marschall Hilaren. Für den richtigen Preis tun die Eisenhunde jedem weh. Die Plantagenbesitzer bezahlen sie sehr, Sehr, sehr sehr gut. gut. Das heißt, die tun weh. Ja. Abgesehen von dem Umstand, dass sie die Konstablerei leitet, das ist eine Stadt der Redoran. Das Haus Redoran verlangt Gewissheit in allen Dingen. Hilarens Hilfskonstabler werden keine Festnahme zulassen, sofern es nicht überwältigende Beweise gibt. Wir haben keine Beweise, nur Ja. Verdachtsmomente. Ja, genau. Das Haus Redoran duldet solches Fehlverhalten nicht im Mindesten. Sobald wir Hilarens Verbrechen bewiesen haben, wird das Haus sich gegen sie wenden. Also ist es eine Sie. Gut. Sprich mit den Gefangenen. Sollen wir das machen? Ja, komm, es ist ja in der Nähe. No? So. Und lass mich raten, nicht höher, aber egal. Komm, wir gehen da mal rein. Na? Ja. Da können wir später hin. Super. Wir haben eine Minimap. Da ist auch was. Ist das das? Ja. Okay. Das heißt, wir rennen hier geradeaus. Am besten mit unserem Reittier. Jawohl. Wir pfeifen und das Ding explodiert. Upsa. Ja, genau so war es gedacht. Wie wäre es, wir
Ja, genau. Ich war schon schlauer. Nee, Nitsche. Geht weg, brauche ich nicht. Oder? Na, der macht ja nichts. Gucke ich mir gleich mal an. Aber zum Kaufen habe ich jetzt noch keine Möglichkeit. Das lerne ich erst später. Da lang. Oh, ein toter Match oder so. Ach, geh weg. Ach, echt jetzt. Okay, was hat der? Rohlederfetzen nehmen wir. Kostet ja nichts. So, sprecht mit einem Gefangenen. Was? Ich arbeite hier. Was geht hier vor sich? Ha, Sie lassen uns schuften wie die schneeblinden Ochsen. Das geht hier vor sich. Wollt ihr mehr wissen? Dann tötet Aufseher Thorwein diesen rauchhäutigen Bastard. Ihm juckt es ständig in den Fingern, jemanden hinrichten zu lassen. Und ich glaube, ich bin die Nächste. Das Spiel will mich ja nicht verarschen, ne? Also, machen wir das jetzt einfach mal. Mal gucken, wie gut der drauf ist, was der kann. Meint ihr, ihr könnt mir trotzen? Narr! Na? Alter. Noch ein fauler Sklave? Euch Nein. werde ich auch töten! Das glaube ich nicht. Ich werde euch zu Brei schlagen! Na? So wie meine anderen aufmüpfigen Sklaven. Sterbt! Ja, genau, hilf mir mal. Nee, nicht. Ach! Naja, ich hab'n ja. So, wegschreien. So. Naja, komm. Wir verschwenden nichts. Geh weg. Nein. Ihr wollt mir nichts tun. Wollt ihr? Na doch. Wow. Hey. Okay. Ah, nehmen wir. Fette Rolli da fetzen. Ja, was hast du? Ah, was anderes. Gut. Dankeschön. Ist irgendwie lustig. Das, ja. Das ist etwas belebter als das Secret World Legends, was ich jetzt sehr lange gespielt habe. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ah, live habe ich jetzt noch keine Zuschauer, aber. Ist auch Gefangene? Wohl eher Sklavin. Ich schwöre, dass ich nicht hierher gehöre. Dieser Marschall Halaren meint, ich hätte gleich nach meiner Ankunft in Soran einen Bettler ermordet. Dabei kann ich nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun. Geschweige denn einem Menschen oder einem Meer. Das muss alles ein Irrtum sein. Ja. Meister Karek baut ein neues Gefängnis in Soran, aber es ist noch nicht fertig. In der Zwischenzeit lassen sie uns hier draußen auf dem Feld schuften. Ja, klar. Helaren besucht Karek zweimal die Woche bei ihm zu Hause. Vielleicht könnt ihr dort etwas herausfinden. Es ist ihr müsst mich hier rausholen. Klar, was da abgeht, oder? Mann. Naja, gut, hier. Zack. So. Das ist die. Wo ist denn die andere? Gehen wir da mal hin. Na komm, wir kommen doch da drüber, oder? Ich wollte gerade sagen. Müssen wir noch üben.
Da ist was? Ist das denn? Ah, die Eisenhunde. Na? Aufteilen! Wie aufteilen? Das ist aber gut. Hey! Hör mal auf! Wow, sind die tot? Ja, kann ich noch was looten? Wow. Mhm. Gold ist immer gut. Dich kann ich nicht looten. Aber dich kann ich schnell mal was fragen. Ich frag dich mal was. Hallo? Habe ich die jetzt schon? Na, dann nenn mich doch einer die besoffene Tante eines Skevers. Habt ihr Aufseher Thorwein wirklich niedergemacht? Ja. Diesen Pferdearsch werde ich sicher nicht vermissen. Du bist eine Zicke. Eine hübsche Zicke. Aber egal. Oh, wie sie die Lippen macht. Widerrechtlich? Ich schätze, es kommt darauf an, wen man fragt. Ein Dunkelelf bekam meine Faust zu spüren. Aber ich schwöre, dass dieser wurmige kleine Schneerücken es verdient hatte. Ich würde ihn wieder schlagen, wenn ich die Chance hätte. Ja, und dann rauche ich eine Packung Rothändler und... Nun, vielleicht war dieser jemand Meister Arano. Und vielleicht habe ich ihm mit dem Schlag an drei Stellen den Kiefer gebrochen. Aber das kommt davon, wenn er mich auffordert, seine Wachen zu bedienen. Laren sagte mir, ich könnte meine Strafe verkürzen, wenn ich hier arbeite. Wollt ihr etwas anderes behaupten? Bei Schors Blut. Ich wusste, dass die Elfin mir einen Skewer aufgebunden hat. Oh, wenn ich die in die Finger kriege. Ja, ja. Okay. Und die dritte. Na? Wo haben wir die dritte? Lalala. Das macht Spaß. Ach, noch einer. Ach je. Ne, kommt hier weg. Ja, ja. Ach. Siehste? So schnell geht das. So, wo haben wir denn jetzt hier? Da, super. Tag, de Garnosch. Hi. Ich habe euch Aufseher Thorwein niederschlagen sehen. Gut gekämpft, mein Freund. Wenn es ein Elf wirklich verdient hatte, dann war es Thorwein. Mhm. Und wieso bist du gefangen? Na? Ich wollte gerade etwas bei der Bank einzahlen. Die Einnahmen meiner ganzen Woche. Ehrlich verdient. Marschall Laren hielt mich an und beschlagnahmte alles. Sie beschuldigte mich, einen Bauern aus der Nähe der Stadt bestohlen zu haben. Das ist Link. Der Bauer ist natürlich tot, aber wer braucht schon Zeugen, wenn man einem Ork die Schuld geben kann? Was kann ich jetzt, ne? Vielleicht. Diese verdammten Dunkelelfen halten mich nur für ein Tier. Manche denken, ich könnte nicht mal sprechen. Dadurch werden sie in meiner Nähe unvorsichtig. Herrin Drenn beschwert sich immer zu lauthals über die mangelnde Qualität ihrer Arbeiter. Ihr findet vielleicht etwas Brauchbares in ihrem Herrenhaus. Okay, wuhu. So, was können wir machen? Herrenhaus Drenn, Herrenhaus Kralik. Okay, das da ist wohl näher. Und das... Jawohl. Uhu, das macht Spaß. Kommen wir da direkt hin? Nein, müssen wir über die Brücke. Oh, na egal, komm. Aha. Na gut. Ja, ist ja gut. Nein, das überlebe ich nicht. Okay, das war zu viel. Wie einer der ausgerüsteten Gegenstände wurde beschädigt? Was ist denn jetzt los? Och, bitte nicht. Das habe ich jetzt noch gar nicht, ne? So, müssen wir mal ganz kurz gucken. Inventar. So, was ist denn kaputt? Den habe ich da. Und was ist mit dem?
Oder was ist kaputt? Mach mal hier nur Waffen. Oh! Wo ist denn der Ver? Hallo? So, nochmal also Ahornbogen? Nein. Ahornbogen der Flamme? Ja. Ja, was ist denn kaputt? Woran sehe ich das? Es wird nie enden, oder? Ja, was ist denn jetzt kaputt? Ich weiß es nicht, aber wir rennen doch einfach mal weiter. Lass mal schauen, wo ist denn das, wo ich hin will? Da. Haben wir da nicht noch einen Wegschrein in der Nähe? Mann, ich könnte mich wegschreien. Haha. Nein. Da. Ich glaube, wir steigen mal nochmal schnell ab und gucken mal, ob wir vielleicht ein bisschen geschickter. Na, die Brücke scheint ja ganz. Die hier ist auch ganz okay. Weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Aber ist das das? Wo haben wir denn hier was? Ja. Hinsetzen wäre vielleicht ganz cool. Okay. Nehmen wir. Das heißt, wenn es eh ein Arsch ist, dann... Dann dürfen wir ruhig gut. Und jetzt? Na komm. Irgendjemand ist ja da. Wo bist denn du? Ach, die hilft mir. Gut, danke. Mhm.
Alles, Moment nochmal hier. Mir ist klar, dass ihr unverzüglich Erfüllung wünscht, aber ihr müsst verstehen, dass solche Dinge Zeit brauchen. Ich kann nicht einfach jeden Reisenden festnehmen, der durch Sur anreist. Nicht einmal eure neues Gefängnis ist dafür groß genug. Die besten potenziellen Zwangsverpflichteten sind die ohne Familie und Freunde, jene mit Vorstrafen, auf denen ich neuen Verdacht aufbauen kann. Wenn ihr jemanden festnehmt, der gegen die Anklage vorgehen kann, oder jemanden, hinter dem eine mächtige Familie steht, wird unsere Vereinbarung sehr schnell aus Tageslicht kommen. Ich habe gerade erfahren, dass morgen eine große Flüchtlingskarawane aus Syrien durch die Stadt reisen wird. Ich werde zweifellos einen Grund finden, einige von ihnen zu verhaften. Eure Arbeiter sind unterwegs. Geduldet euch. Ha. Mhm. Okay. Komm, dann suchen wir noch ein bisschen was. Ist da was da? Klar. Hier kann uns nichts passieren. Irgendwas sonst wie Wertvolles. Äpfelchen. Na gut. Klar, Rezepte sind immer gut. Ein Rettich. Den Rettich. Ein Korb mit weißem Fleisch. Der Sack. Mit der Lotusblüte. Alles toll. Ein Stuhl zum Hinsetzen. Habe ich das schon? Ja, das habe ich schon. Oh. Was? Das ist einfach nur so eine. Schade. Okay, Inventar ist voll. Dann müssen wir jetzt irgendwas machen. Gut. Das geht, weil das in diesen Sack reinkommt. Das dürfen wir alles nehmen, weil... will ich Koch werden? Ah. Achso, ja gut, okay. Sollen wir mal gerade gucken? 70-70, ja, ich habe ja viel zu... Komm, dann müssen wir verkaufen, dann verschenken wir hier ein bisschen was. Aber das machen wir jetzt sofort. Da-da-da. Was? Na, das haben wir geguckt. So. Gut, dann gehen wir raus. La, da, da, da. Tag. So, wo ist denn der nächste Händler? Können wir das irgendwie sehen? Da bin ich. Da ist ein... Ah, guck mal hier, ein Händler. Machen wir mal. Ich hoffe, ich mache nichts völlig falsch. Ein Händler in der Stadt mag mehr Waren haben, sicher, aber... Ich will nichts kaufen. Ich will verkaufen. Genau, zack. Der bringt gar nichts. Und der ist verziert, super. So, Streitkolben will ich nicht. Nee. Was ist das? Stab, nein. Schwarzsteinhammer der Kriegsjungfer. Ach so, kann... analysiert werden. Das könnten wir vielleicht weglassen. Den Ahornbogen behalten wir. Ahornbogen der Flamme ist doch ja. Ach, den hätte ich ja. Na gut. So, was haben wir denn noch? Hochelfische Bank geschwungen.
Da wären wir Schreiner. Na komm, das weg. Schreiner werde ich nicht. Der ist sau viel wert, aber... So, den habe ich sowieso an. Super. Eisendolch. Was machen die denn? Und was haben wir hier? Leicht. Das bringt ja nichts. Oh, Eisenschulterschutz Stufe 6, dann nehmen wir doch lieber den. Und den da verkaufen wir gegen nichts. Plunder, der nur für einen Händler einen Wert hat, dann würde ich sagen. Erforscher Zuteilung der Halle, ja gut, egal. Geschenkekiste zum Jubiläum müssten wir vielleicht mal, ne? Gut, Granatring. Ach komm, weg damit. Ein normaler Granatring, der nichts bringt, so. Jutebeinkleider. Na komm, immer her damit. Keine Ahnung. Was? Nein, nein, nein. Leerer Sehnenstein sollten wir vielleicht doch. Lotus-Tee, das bringt alles nichts. Panzer. Rezept. Getränk. Will ich Koch werden? Ich weiß es nicht. Ja, das bringt gar nichts. Zack, zack. Und das, das bringt wenigstens was so. Rohlederhelm. Jutehut des Lebens. Dann nehmen wir doch da mal den mittleren. Ah, ne, des Lebens. Ja, schwarzer Kaffee. Seelenstein. Das ist teuer. Sklavenhemd. Weg, weg. Ja, den wollen wir noch behalten erstmal. Die kommt weg. Sklaven sind dann weg. Die sieht aus, als wäre sie noch nichts wert. Das machen wir vielleicht irgendwann mal. Oder? Warum nicht? Ach, die ist gebunden. Vorlage? Schneider. Schneider will ich auch nicht. Ja, okay. Ahorn Blitzstab. Aha, da können wir was verwerten. Ach gut, aber ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge jetzt, ne? Okay, danke. Reparieren? Was ist denn kaputt? Na, das werden wir sehen. So, okay, das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber egal. Dann rennen wir jetzt mal weiter dahin. Ich verstehe, ich verstehe. Kommen wir da vielleicht irgendwie... Ach komm, wir gehen dann da lang, das ist schneller. Echt? Was ist mit dir? Ich von dir was? Nein. Ich will aber jetzt noch trotzdem die Libelle haben.
Die geht ja in diesen komischen, ne? So. Mhm. Ist das wieder ein Böser? Einer. Ey. Mir egal, tot. Tot. So, ne? Ich wollte ja diese Schleichsache machen, ne? La la la. So, bevor wir da reingehen, da scheint sicher zu sein, kurze erste Aufnahmepause.